Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Am nächsten Morgen. Oh, habe ich gut geschlafen? Oh, heute ist es soweit. Heute komme ich in die neue Schule. Besser gesagt, mein Bruder. Ich werde mich heute als mein Bruder ausgeben und in die neue Schule kommen und dort werde ich Fußball spielen und dann werde ich meinen Ex-Freund und seine Teammitglieder besiegen und beweisen, dass ein Mädchen genauso gut Fußball spielen kann wie ein Junge. Denn es war ganz schön frech, dass sie gesagt haben, dass Mädchen nicht genauso gut spielen können wie Jungs. Das stimmt nämlich gar nicht. So, jetzt bin ich fertig mit Zähneputzen. Noch gründlich einmal und fertig. Jetzt muss ich mich als mein Bruder verkleiden. Okay, als erstes, was ich machen muss, ist mal die Perücke aufsetzen. Und ich habe heute meine Regel bekommen. Das heißt, ich muss schnell eine Binde reingeben. Es wäre nämlich komisch, wenn ich auf einmal da unten bluten würde, vor allem als Junge. Das wäre wirklich komisch. Und jetzt muss ich mich noch anziehen. Da habe ich ein Outfit von seinem Zimmer. Und zwar das hier nehme ich. Und jetzt bin ich bereit für die Schule. Jetzt muss ich mich nur noch rausschleichen, dass mich Mama nicht sieht. Viola, meine Süße, bist du schon munter? Oh nein, Mama kommt. Oh, schnell, ich muss mich perfekt, eine Jacke. Dann erkennt sie mich nicht. Viola, ach, da bist du ja. Na, du bist schon ready für die Schule? Ja, Mama, ich werde zur Schule gehen. Aber Viola, es ist doch Sommer. Wieso hast du eine Jacke an? Ach, Mama, das ist jetzt Style. Das trägt man so. Das nennt man Swag. Okay, na gut. Es freut mich jedenfalls, dass du auf die Modeschule gehst. Es freut mich wirklich, dass ich dich überreden konnte. Ich bin richtig glücklich. Ja, auf die Modeschule gehe ich. Ich, Viola, gehe auf die Modeschule. Genau, Mama. Tschüss. Okay, hab dich lieb, mein Schatz. Viel Spaß. Danke, Mama. Ich werde dich anrufen, wenn ich angekommen bin. Tschüss. Ach, was habe ich nur für eine gute Tochter. Und es freut mich, dass sie endlich dieses blöde Sport aufgegeben hat. Es tut mir leid, Mama, dass ich dich belogen habe. Aber ich muss mir beweisen, dass ich genauso gut bin wie die Jungs. Hallo, ihr zwei. Na, Viola, bist du schon aufgeregt? Ist dir nicht warm in dieser Jacke? Schon ein bisschen, aber Mama darf nicht sehen, dass ich mich als Sebastian, als meinen Bruder ausgegeben habe. Also komm, gehen wir in die Schule. Oh Mann, hier sind ganz schön viele Menschen. Komm schon, nimm die Jacke ab. Die Leute schauen schon komisch. Komm schon, Viola. Sebastian. Okay, ich bin ein bisschen nervös, aber kein Problem. Oh, ich bin ein bisschen nervös, aber was soll ich tun, damit die Leute glauben, dass ich wirklich ein Junge bin? Naja, du musst anfangen, wie ein Junge zu sprechen. Los, mach mal. Yo, Leute, mein Name ist Sebastian und ich bin ein Boy, einer von euren Bros. Und du musst noch was Ekliges machen. Jungs machen immer was Ekliges. Okay. Ach, tu. Das war richtig eklig. Iu, das war widerlich. Mir ist ein bisschen schlecht geworden. Das ist perfekt. Du wirst sicher als Junge rüberkommen. Hey, teste es mal. Geh zu dem Jungen und sag Hallo. Okay, Yo, Bro, alles locker? Ja, Alter, alles cool bei mir. Oh mein Gott, er hat's gemerkt. Wir müssen gehen, schnell. Viola, ich meine Sebastian, jetzt stell dich nicht so an. Du musst bleiben. Du musst beweisen, dass Mädchen genauso gut spielen können wie Jungs. Und du warst überzeugend. Der Typ hat es geglaubt. Okay, vielleicht bin ich nur etwas nervös. Ihr habt recht. Einfach reinbeißen und durch. Genau das wollen wir hören. Wir glauben an dich, Viola, Sebastian. Danke, Kia. Danke, Yvonne. Na gut, ich gehe dann mal. Tschüss. Wow, der Typ war aber süß. Kann ich vielleicht seine Nummer haben? Glaub mir, du bist nicht sein Typ. Hä? Genau, es ist nicht so, wie es scheint. Nicht nervös werden. Oh, oh, oh. Oh, was machen Jungs? Wieso fahren die einfach so mit dem Skateboard herum? Oh, ich liebe einfach Basketball. Booms. Au, das war mein Kopf. Also wirklich, der hat nicht mal Entschuldigung gesagt. Oh. Hey Bro, schau mal, fang den Ball. Ja, Bro, du auch. Verzeihung, ich hab da also... Hey, Alter, ich schieß zurück, fang jetzt. Oh, ja, yeah, Alter, du auch, fang den Ball hier. Also ich wollte fragen... Oh nein, schnell weg hier. Oh, Verzeihung. Oh, du bist neu. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, mein Name ist Sebastian und ich würde gerne wissen, wo mein Schlafsaal ist. Hallo, Sebastian, dein Schlafsaal ist 102. Das ist sehr freundlich, dankeschön. Oh Mann. Oh, ich will nur noch ins Zimmer und mich erholen. Das war uranstrengend. Nichts wie rein und... Oh, oh hallo, du musst wohl mein Mitbewohner sein. Ja, so wie es ausschaut. Ich meine natürlich... Ja, mein Name ist Sebastian. Schön, dich kennenzulernen, Alter. Na, hängt alles locker in der Hose? Ja, hallo Sebastian. Ja, hallo, mein Name ist Daniel. Und ich bin Jeremy und das ist Kevin. Oh, das sind aber schöne Namen. Ich meine natürlich...
coolen Namen, Alter. Leute, ich glaube, dieser Junge ist nicht ganz normal. Oh, wie ich sehe, spielst du auch Fußball. Ich spiele nämlich auch Fußball. Ich werde mich heute anmelden für das Fußballteam. Ich möchte nämlich Fußballprofi werden, so wie Ronaldo oder Messi. Kennt ihr Ronaldo und Messi, Leute? Oh, was für ein Zufall. Wir wollen uns auch fürs Fußballteam bewerben. Viel Glück. Ich bin nämlich der beste Fußballspieler, wirklich. Na, dann bin ich gespannt bei dem Training. Ups. Oh, warte mal. Sind das Frauenbinden? Wieso hast du sowas? Oh nein, meine Binden. Warte mal, haben das nicht normalerweise Frauen? Genau, wenn sie ihre Regel haben. Ja, das ist ein geheimer Trick, den macht Ronaldo immer. Immer wenn er Fußschmerzen hat, gibt er Binden in seine Sohle rein und dann kann er länger und schneller laufen. Habt ihr gesehen? Was? Ronaldo macht das wirklich? Muss ich mal testen. Kann man dann wirklich schneller laufen? Irgendwie glaube ich das nicht, aber okay. Na gut, Leute, wir sollten langsam losgehen. Das Fußballtraining beginnt gleich und wir wollen uns ja bewerben. Man sieht sich dann, Sebastian. Ciao, bis später. Oh Mann, das war mal richtig knapp. Aber jetzt beginnt das Fußballtraining. Ich hoffe, da passiert nichts. Oh, was war mit dem denn los? Daniel, dein Mitbewohner ist richtig komisch. Vielleicht ist er nur etwas nervös. Wir müssen ihm wirklich mal eine Chance geben. Der Typ gibt Binden in seine Schuhe rein. Der ist nicht normal. Ja, wahrscheinlich habt ihr ein bisschen recht. Naja, kommt, gehen wir zum Fußballtraining. Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Hat es schon angefangen? Oh, Sebastian, nein, hat es nicht. Yay, dann habe ich's. Ich meine, oh yeah, ich hab's geschafft. Dieser Typ ist ein bisschen merkwürdig. Das kannst du laut sagen, nicht nur ein bisschen. Freut mich, dass du es geschafft hast, Sebastian. Viel Glück. Danke, dir auch. Oh, der Coach kommt. Willkommen beim Fußballtraining. Wir werden heute hart trainieren und ich werde entscheiden, wer von euch ins Team kommt und wer auf der Ersatzbank landet. Ich habe schon was vorbereitet, so werde ich sehen, ob ihr fit fürs Team seid. Als erstes du, Daniel. Jawohl, Coach, ich bin bereit. Na dann nimm den Ball und schaff das Parcours hier. Ach, nichts leichter als das. Okay, fangen wir an. Und so, und hier, und jetzt rüber, und drüber, und spring, und spring, und geschafft. Das war gar nicht mal so schlecht, das war gar nicht mal so schlecht. Der Nächste. Hier, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Okay, nicht nervös sein, du bist gut im Fußball. Okay, und so, so, und ich kann nicht mehr. Komm noch einmal, das letzte Mal, und... geschafft. Was? Du bist jetzt schon aus der Puste? Du hast ja gar keine Ausdauer. Das ist doch schwieriger, als ich mir gedacht habe. Komm schon, Jeremy, du bist dran. Das hat er nicht geschafft. Das ist doch eine Kinderspielübung. Irgendwie trainieren die hier härter als in der anderen Schule. Ich bin fix und fertig. Das war ein gutes Training. Ich entscheide jetzt, wer im Team kommt. Daniel, du wirst unser Team-Captain. Danke, Coach. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Und das will ich auch für dich hoffen. Als nächstes haben wir Jeremy und du auch, Kevin. Und eine Person kommt noch ins Team. Der Rest ist Ersatzbankspieler. Yeah, ich hab's geschafft. Sebastian und Furzkopf, ihr zwei seid Ersatzbankspieler. Und jetzt geht unter die Dusche. Ihr stinkt. Wir sind im Team. Yeah, ich bin sogar Captain. Aber ich hab doch mein Bestes gegeben. Wieso bin ich nicht im Team? Du bist wohl nicht so gut, wie du dachtest, oder? Oh, schnell duschen. Warte, ich muss mit den anderen duschen? Wie soll ich das machen? Ich bin doch ein Mädchen. Oh Mann. Oh, ich freue mich so, dass wir drei alle im Team sind. Und ich bin der Captain und ich werde der beste Captain sein. Ja, das wirst du, Daniel. Na gut, Leute, ich bin ready. Kommt, gehen wir duschen. Oh Gott, die ziehen sich alle vor mir aus. Oh, ich darf nicht hinschauen. Nanu, Sebastian, gehst du nicht auch duschen? Ich? Ich meine, doch, sicher. Sebastian, keine Dusche für dich. Ich habe eine Nachricht vom Direktor. Er will dich sehen. Hopp, hopp. Oh, ich bin so erleichtert. Keine Duschen für mich. Ich meine, oh nein, ich hätte so gerne mit euch geduscht. Nein, ich meine natürlich, tschüss. Was war das denn? Machen Sie sich nichts draus. Er ist etwas speziell. Also das war wirklich Rettung in letzter Sekunde. Oh, was der Direktor wohl von mir will? Mal schauen. Herr Direktor, Sie wollten mich sehen. Ah, da ist eine Spinne. Nanu, das ist doch nur meine Hausspinne Petra. Komm, Petra, hab keine Angst vor diesem Menschenjungen. Oh, was für ein süßes Haustier. Sebastian, ich habe mir deine Akte angeschaut. Du bist bekannt dafür, dass du sehr viel schwänzt. Und ich werde dich im Auge behalten. Oh Mann, er hat Sebastians Akte gesehen. Er hat so viel Schul geschwänzt. Oh, keine Sorge, ich habe nicht vor, Schul zu schwänzen, wirklich. Das will ich auch für dich hoffen, denn Schulschwänzer dulden wir in dieser Schule nicht. Ich werde ein Auge auf dich haben. Ich werde dich immer im Blick haben, bei egal, was du machst. Ich verspreche, ich mache nichts, Herr Direktor. Und jetzt verschwinde aus meinem Klassenzimmer zurück zum Unterricht. Du machst meiner Spinne Petra Angst. Ja, Herr Direktor. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Oh Mann, ich glaube, der ist verliebt in seine Spinne. Wer ist eine gute Spinne? Wer ist eine süße Spinne? Du. Wie wär's, Petra? Sollen wir heute Abend essen gehen? Oh, du bist mein Schatz.
Na, danke, Sebastian. Wegen dir hat mich der Direktor auf dem Entschuldigung. Verzeihung. Ich war so vertieft in meinen Büchern. Entschuldigung. Oh, deine Bücher sind alle am Boden. Warte, ich helfe dir beim Aufheben. Bitte. Es war meine Schuld. Hier, ich hoffe, ich habe deine Bücher nicht durcheinander gebracht. Nein, gar nicht. Aber danke. Wow, du hast aber coole Schuhe. Woher hast du die denn? Oh, danke. Ja, die sind vom neuen Shoppingcenter. Hier um die Ecke. Die sind echt schön, oder? Hier gibt es ein Shoppingcenter? Oh, da muss ich mal reinschauen. Ich brauche unbedingt neue Schuhe. Wow. Ich mag Männer mit einem guten Modegeschmack. Ich meine natürlich, oh, hier bitte deine Bücher, Schnecke. Ich muss los, tschüss. Oh, wer war denn dieser Junge? Der muss wohl neu sein. Der schaut irgendwie schaut er hübsch aus. Ein paar Stunden später in der Nacht. Du, Daniel, schläfst du schon? Schläfst du? Oh, Gott sei Dank, er ist eingeschlafen. Ich stinke schon ein bisschen. Ich muss unbedingt duschen gehen. Ich konnte ja nicht mit den anderen duschen. Und ich will nicht ungeduscht ins Bett gehen. Das finde ich ein bisschen eklig. Oh, meine Chance, endlich. Und jetzt habe ich die Dusche für mich ganz alleine. Ach, wie schön. Ich kann nämlich nicht mit den anderen duschen. Sonst wissen die, dass ich ein Mädchen bin und kein Junge. Also schnell die Perücke runter. Ach, ich fühle mich so locker mit meinen Haaren. Ach, sehr gut. Und jetzt ab unter die Dusche. Ich kann es kaum erwarten. Sebastian? Nanu, wo ist denn Sebastian hin? Hallo, Sebastian? Warum er sich wohl mitten in der Nacht rausschleicht? Ich muss mal nachschauen. Dann tada, alleine unter der Dusche. Ich wasche meine langen Mädchenhaare und mein Mädchenkörper. Ach, so schön. So, fertig. Und jetzt ziehe ich mich schnell wieder an. Nicht, dass jemand noch kommt. Sebastian? Warte! Bist du? Nein! Das du ist Daniel! Dusche? Oh, ich muss mich schnell anziehen. Das war noch in letzter Sekunde. Na nur, Sebastian, was machst du mitten in der Nacht in der Dusche? Oh, gar nichts. Ich bin etwas schüchtern und ich musste halt duschen. Ach, du brauchst nicht schüchtern sein. Wir sind doch alle Männer. Wir haben unten alle dasselbe. Ja, genau, dasselbe. Na gut, ich gehe dann wieder schlafen. Man sieht sich. Oh, mein Herz schlägt so stark. Oh, noch in letzter Sekunde geschafft. Wenn der mich erwischt hätte, das wäre richtig. Oh, ich will nicht dran denken. Guten Appetit, Freunde. Oh nein, Leute. Schaut mal, wer da kommt. Yo, 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 ich habe richtig Hunger. Oh, was gibt es hier zum Essen? Wir haben alles, von Sandwiches bis Burger. Oh nein, es ist Sebastian. Wenn wir uns nicht bewegen, vielleicht sieht er uns da nicht. Wow, ihr habt so viel Auswahl. Dann nehme ich bitte ein viereckiges Sandwich. Und zum Trinken vielleicht noch etwas? Ja, einfach nur ein Wasser, bitte. Natürlich, eine Cola für dich. Hier, bitteschön, ich wünsche dir guten Appetit. Danke, aber Sie müssen mir noch das Essen geben. Genau. Na gut dann. Auf Wiedersehen. Na, wen haben wir denn da, meine drei Bros? Na, wie geht's euch? Na, was habt ihr da Leckeres genommen? Oh, hallo Sebastian. Ja, bitte, nimm doch Platz. Ich trinke nur Milch. Was hast du da Gutes? Natürlich nur Cola und ein viereckiges Sandwich. Na, Jungs, wie hat euch das Fußballtraining gefallen? Das ist doch nicht normal, dass sie Milch auf die Ersatzbank geben. Ich war doch voll gut. Oh, Amira, hast du auch so einen riesigen Kohldampf wie ich? Na, ihr zwei Süßen, was kann ich euch zum Essen anbieten? Schaut mal, wer da ist. Das ist Olivia. Ist Olivia nicht wunderschön? Wart mal, das Mädchen, die kenne ich doch. Schaut mal ihre schönen blonden Haare und das schöne Kleid. Yo, alter Daniel, ist das etwa deine Freundin? Er wünschte, dass das seine Freundin wäre. Hey, hört auf zu lachen. Irgendwann mal wird sie meine Freundin. Ja klar, wie soll denn das funktionieren? Du traust dich ja nicht mal, sie anzusprechen. Irgendwann mal werde ich mich trauen. Ich weiß nur nicht, was ich mit ihr reden soll. Hey, du hast Glück. So wie es ausschaut, kommen die jetzt hier rüber. Also, viel Spaß. Was? Sie kommen her? Oh nein. Oh, ich habe schon einen riesigen Hunger. Du nicht? Ja, und wie, Olivia? Ich könnte einen Elefanten verdrücken. Nom, 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 nom. Ich kann es kaum erwarten, meinen Kebab zu essen. Na gut, Amira, ich wünsche dir einen guten Appetit. Na los, Daniel, geh hin und sprich mit ihr. Ich will sie nicht stören, sie ist ja mitten beim Essen. Also, das gehört sich ja nicht. Ach, gib's doch zu, du hast einfach nur Schiss. Daniel hat Schiss. Komm schon, Daniel, ich bin mir ziemlich sicher, sie beißt nicht. Hey, warte mal. Ist das nicht der süße Junge, den ich gestern getroffen habe vom Direktorenzimmer? Daniel ist ein Angsthase, Daniel ist ein Angsthase. Oh, mir reicht es, ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Ich werde jetzt gehen. Tschüss, wir sehen uns später. Ach Daniel, sei nicht so eingeschnappt, warte auf uns. Danke an alle, die bis hierher geschaut haben. Na, wie hat euch diese Episode gefallen? Wie findet ihr das, dass Viola sich als Junge verkleidet hat, um zu beweisen, dass sie genauso gut Fußball spielen kann wie andere?
Falls das Video euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Jetzt, und für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe auch einen eigenen Kanal, der heißt Tokadarius. Dort poste ich auch Stories. Schaut da mal vorbei. Jetzt bedanke ich mich noch bei Menschen, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel die liebe Chloe Meerjungfrau, Ali Pro und Zg. Vielen lieben Dank, dass ihr immer nette Kommentare schreibt. Und jetzt ein großes Dankeschön noch an jeden, der Kanalmitglied ist. Danke dir, Tokatos-Fan, Valeria, danke, JW, Melanie Bernhäuter und Lola Motorcars. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied und dann grüße ich euch in meinem nächsten Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.